Hallo, mein lieber Weltmensch. Kurz und knackig. Wer hat Nachrichten geschaut und ist in totaler Emo-Stimmung jetzt? Was soll ich dazu sagen? Du weißt selber, was in den Nachrichten steht. Je nachdem, welche Nachrichten man verfolgt, sieht man, dass Menschen nach wie vor nicht wollen, dass es friedvolle Ansätze gibt. He? Ganz viel Grund, schlechte Laune zu haben, viele Dinge, bei denen ich mich ohnmächtig fühle und in eine totale Emo-Stimmung komme und einfach nur komplett mich schwarz einlullen möchte und am liebsten erst dann wieder hervortauchen, wenn alles lichtvoll ist. Aber mein lieber Weltmensch, das ist eine Erinnerung, dass du dieses Licht da draußen bist, sein kannst, wenn du möchtest. Es gibt viele Dinge, die du selber mitbestimmen kannst, die du eigenwillig beeinflussen kannst. Und heute zeige ich dir, was eines dieser Dinge sein kann. Und zwar Zahnbürste. Vor allem insbesondere diese Zahnbürste. Diese hier meine ich. Da passt ungefähr nur ein halber Zahn drunter. Und zwar heißt die ganze Geschichte Soloprophylaxe. Der Hintergrund ist der, dass Themen wie Parodontitis oder Karies ja schließlich eine Ursache haben. Und wenn du meinen allerersten Philanken, den allerersten philosophischen Gedanken, die angeschaut hast, dann geht es da um die Ursachenbehebung, also zu gucken, wo ist die Wurzel des Ganzen? Ja, was sind die Hintergründe? Ja, Parodontitis ist, wenn dann so dieser Zahnfleischhaut zurückgeht. Karies, kennst du die schwarzen, dunklen Punkte? Ich hatte als Kind natürlich auch ein paar Mal Karies, vor allem jetzt als erwachsene Dame, die auch nicht mehr die jüngste ist, ist auch das Thema Parodontitis bei mir auf dem Schirm. So war ich beim Zahnarzt und der hat mich auf meine eigene Macht hingewiesen, dass ja das klassische Zahnbürsten mit einer herkömmlichen Zahnbürste eher dem Putzen der Schuhe mit einem Besen gleicht. So, grober Schmutz wird entfernt, aber so richtig in die Tiefe geht man damit nicht. Deswegen kann ich dieses Buch hier nur empfehlen, das hat mir auch mein Zahnarzt empfohlen. Da geht es darum, wie man letztendlich jeden einzelnen Zahn besonders reinigt. Hintergrund. Die Ursache für Parodontitis und Karies sind die Bakterien. Und die Mehrheit der Bakterien liegen in den Zahnzwischenräumen, als auch in den Fissuren. So mit einer herkömmlichen Zahnbürste, wie wir sie putzen, putzen wir jedoch aber nur die Oberfläche der Zähne, ja? Die Oberfläche der Zähne, die reinigt sich jedoch auch quasi von alleine über die Zeit. Das wird dann hier auch im Buch erklärt, wie so gesehen Leute, die jetzt nicht das klassische Zähneputzen kennen, auch saubere Zahnoberflächen haben und dann letztendlich ja die Entzündung in den Zahnzwischenräumen haben und dementsprechend dann auch Zahnkrankheiten auftreten können. So, und der ganze Trick des Ganzen ist, dass man dann mit dieser Zahnbürste hier bis zum Rand geht, als auch dann mit so besonders coolen Bürstchen, die ein bisschen anders sind als im Drogeriemarkt, werden angepasst an deine Zahnlückengröße und dann gehst du damit jeweils dazwischen und reinigst das. Also muss natürlich passen, die Größe zu der jeweiligen Zahnlücke. So dass man letztendlich beim täglichen Zähneputzen in die Zahnzwischenräume geht. Gegebenenfalls können auch die Fissuren versiegelt werden, je nach Absprache des Arztes. Der Punkt ist, meine Lieben, das ist eine Sache, die man jeden Tag beeinflussen kann, wie du mit deiner Zahnhygiene umgehst. Ich finde es extrem beruhigend, gerade auch bei den ganzen Nachrichten da draußen, mich auf das zu fokussieren, was ich in der Hand habe. Und ich habe letztes Jahr für mich Zahnhygiene entdeckt. So, und zwar hiermit, mit der Soloprophylaxe, so heißt das Ganze. In diesem Buch wird das hier erklärt. Ja, wie heißt der Autor? Ralf Petersen, einfach gesunde Zähne. Genau, und da geht es letztendlich auch darum, dass das klassische herkömmliche Zähneputzen letztendlich auch nur diesem frischen Geschmack dient. Wenn man darauf nicht verzichten möchte, ich mag meine Weleda salzige Zahnpasta ganz gerne, von daher benutze ich dann diese Fox-Zehen mit extrem weichen Bürsten, aber auch nicht jeden Tag. Die dient aber dem puren Frischegefühl. Letztendlich die eigentliche Reinigung erfolgt hier mit dieser kleinen Bürste. Und das Tolle an dieser kleinen Bürste ist, die kannst du ohne Zahnpasta benutzen, kannst vorm Laptop sitzen, in der Küche, beim Reden mit Menschen, vorm Fernsehen, wie auch immer sitzt du da und reinigst deine Zähne. Ich mache das, ja, jetzt habe ich Lippenstifte, so dunkel.
So, und der Punkt ist, meine Zahninnenflächen, vor allem unten, waren seitdem noch nie so glatt wie seit Reinigung mit diesen Bürsten. Die heißt jetzt Swing. Interessanter Name. Ja, genau. Soloprophylaxe ist das Thema. Und dann, mein lieber Weltmensch, ist ja Zahnhygiene nur eines von vielen Aspekten, die wir mit unserem Willen tagtäglich selber steuern können. Bei all den Dingen, die da draußen passieren, ja, ist es die Nahrungsaufnahme. Wir entscheiden, was wir im Lebensmittelmarkt kaufen und was nicht. Wir entscheiden, was wir sagen und was nicht. Wir entscheiden, ja, sogar irgendwann, ja, was wir denken und was nicht, mit wem wir uns umgeben und mit wem nicht. Wir entscheiden, ob wir Frieden oder Krieg haben wollen, meine Lieben. Das ist ein Reaktionsvideo auf diese Welten Menschen hier, die Nachrichten geguckt hat, mit einer Erinnerung daran, dass du, mein lieber Weltenmensch, das Licht sein kannst und deinen freien Willen nutzen kannst, um eigenwillig zu entscheiden. Und ich bitte dich, entscheide dich für Zahnhygiene, ja, um langfristig Parodontitis mit zu, ja, möglichst zu vermeiden, beziehungsweise auf einem geringeren Level zu halten. Bei mir ganz akut hier mittlerweile wieder. Mittlerweile, ja, passiert das im Laufe der Jahre, ne? Man wird älter. Und das Schöne ist die Weisheit mit der Erfahrung, die da einhergeht. Mein lieber Weltmensch, einen schönen Start in die Woche und adieu.